So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute gemeinsam mit Markets am Dienstag, den 21. September 2021. Wir wollen hier wie gewohnt einen Blick auf die Märkte uns gönnen und die aktuelle Situation entsprechend einordnen. Erhöhte Volatilität gestern im DAX, ja, Abschläge bis tatsächlich in Gefilde um 15.000 Punkte zu sehen, haben wir zu sehen bekommen, so rum. Und nunmehr ist es dann einfach so, dass wir natürlich jetzt uns die Frage stellen wollen, ob es das auf der Unterseite wiederum schon war oder ob wir da eventuell nochmal ein Leckdown zu sehen bekommen. Ob es das schon war, wer sich den DAX jetzt aktuell anschaut, der wird festgestellt haben, dass wir schon wieder frisch, fromm, fröhlich, frei, deutlich oberhalb von 15.000 Punkten uns stabilisieren, dass wir eine Gegenbewegung zu sehen bekommen haben, sogar über 15.300 Punkte zurück, derzeit 1,6%, glaube ich, im Plus notieren. Ich gucke mal ganz kurz hier. Sehe gerade, okay, interessant. Also eigentlich sollte hier alles gut gestreamt werden. Ich sehe jetzt nur gerade, ich kriege hier eine Warnung, dass die Current Bitrate etwas tiefer, niedriger ist als das, was hier empfohlen wird. Aber hier steht Good Connection, also scheint alles gut zu sein. Gut, also sollte sich das ändern, dann schreibt es gerne in die Chatbox. Also, wie gesagt, DAX aktuell sieht es danach aus, als wenn es das auf der Unterseite schon wieder war. Wir werden allerdings, oder wir müssen in dem Zusammenhang eine ganz wichtige Information natürlich noch auf den Weg geben. Stichwort Evergrande in dem Zusammenhang. Chinesischer Immobiliengigant, der dort ins Wanken gerät und kurz vor dem Default steht, also vor dem Zahlungsausfall. China hat Feiertag, also das heißt gestern und auch heute findet dort kein Handel statt, also jedenfalls nicht so in dem üblichen Maße und demnach ist denkbar, dass wir vielleicht erst morgen dann entsprechende Reaktionen oder stärkere Volatilität hier erwarten können und entsprechende Verwerfungen vielleicht auf den Weg gebracht werden, im Hinblick eben auf Evergrande. Das könnte also durchaus sein, dass das heute etwas ist, was man vielleicht so eine Art, ja, Bärenmarkt-Rallye nennt, aber man muss sehr vorsichtig sein. Also Bärenmarkt, da sind wir schon sehr, sehr weit von entfernt. Nichtsdestotrotz, einen Blick, den gönnen wir uns auf jeden Fall, auch auf diese Entwicklung natürlich. Und bevor wir allerdings offiziell beginnen, natürlich hier einmal der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin gehandelt und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, er kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil stelle man sich zunächst einmal die Frage, ob der Handel mit den Produkten sich für einen eignet. Falls die Antwort ja ist, dann kann man sich auf markets.com/de eine Demo runterladen und hier mit dem Handel entsprechend eben risikofrei beginnen und früher oder später eventuell dann den Schritt in Richtung Live-Handel geben. Alle Informationen, auch hinsichtlich der Risiken, Risikohinweis auf markets.com/de. Dort auch alle Informationen hinsichtlich der Produktpalette von Markets, sowohl physischer Aktienhandel als auch beispielsweise ETFs über CFDs und FX hinaus, also Multi-Asset Brokerage, wie man das heutzutage nennt. Und ja, sollte es Fragen zu den Märkten geben, jederzeit gerne unterhalb des Videos in die Chatbox schreiben. Gerne auf der Webseite von mir, jk-trading.com/Forum in der Trading-Chatbox dort die Fragen stellen, mir gerne eine E-Mail schreiben, über Twitter Kontakt aufnehmen. Ich würde da gerne euren Input in Bezug auf entsprechend abzudeckende Märkte eben aufgreifen und dann hier im Morning-Meeting zum Thema machen. Wir, zack, switchen einmal, das war der falsche Knopf, so, einmal hier rüber in die Markets X Handelsplattformen und ich mache mal Folgendes, wie gewohnt, einen Augenblick, Markets X. Ich stelle euch mal ganz kurz hier einen Link ein. Muss man eben suchen. Wo habe ich den? Dann könnt ihr euch dort auch entsprechend die Demo runterladen. So. Klick, 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 klick. So. Und jetzt schaue ich mal ganz kurz. Jürgen schreibt gerade, könnten wir mal die Qs von 95 bis 2000 und 2016 bis 2021 in einem Chart vergleichen. Ist das möglich? Ja, das ist eventuell möglich. Allerdings müssten wir wahrscheinlich dann in dem Zusammenhang überlagern. Müsste ich mal schauen, wie wir das am besten machen. Also ich überlege jetzt gerade, wir brauchen erstmal genügend Kurshistorie. Das sollten wir allerdings hinbekommen. Allerdings wird es problematisch, in dem Zusammenhang dann diese Ausschnitte eben entsprechend übereinander zu lagern. Also das könnte ein bisschen problematisch werden. Ich könnte mal schauen, vielleicht in dem Zusammenhang, und das Zeitfenster kommt mir jedenfalls jetzt bekannt vor, mal schauen, ob das irgendwie aufgegriffen worden ist.
Gab es da vielleicht einen Tweet oder irgendwann einen Post, der da irgendwie dir über den in Anführungsstrichen Ticker gelaufen ist, wo du jetzt sagst, deswegen würdest du dir das gerne hier mal unabhängig davon anschauen? Dann können wir da vielleicht uns der jeweiligen Grafik entsprechend bedienen. Ich guck mal ganz kurz, wer könnte hier noch sein, der das vielleicht hat? Ein Moment, ein Moment, ein Moment, ein Moment. Ja, das wird schwer, glaube ich. Ich glaube, das wird schwer. Also jedenfalls hier jetzt. Ich hab nämlich zwei Charts. Einen habe ich gesehen. Ich weiß allerdings leider nicht mehr bei wem. Heute früh ist er mir über den Twitter-Kanal gelaufen. Und da wurde auch auf diese Parallelen des aktuellen Kursverlaufes verwiesen, die der Kursverlauf in den Qs haben soll, mit dem derzeitigen Verlauf. Also wenn da eine Grafik vielleicht schon verfügbar wäre, dann wäre das sehr, sehr gut. Weil, also ich habe eine Idee, also so ungefähr, das sind die Parallelen, die sind wohl ziemlich frappierend aktuell, dieser beiden Verläufe eben tatsächlich, aber ich wüsste jetzt nicht, wie wir das schnell unproblematisch hier aufgegriffen bekämen. Da müssen wir mal gucken. Schauen wir einfach mal. DAX, genau. Blicken wir auf den DAX und schauen uns aktuell die Situation hier an. Also potenzieller, in Anführungsstrichen, Doppelboden. Ihr seht auch hier, ausgehend von dem übergeordneten Chart, habe ich hier die Stunde oben rechts und dieser grünfarbene Kasten, den man hier sieht, in dem wir jetzt auch zum Stehen gekommen sind, in Anführungsstrichen, kurz vor Unterschreiten der 15.000er Marke. Also gestern schon kurz vor der US-Eröffnung angelaufen, der Bereich, kurze Gegenbewegung und dann nochmal ein Schub auf der Unterseite. Jetzt können wir allerdings diesen Bereich um 15 eben verteidigen, diesen grünen Kasten im übertragenen Sinne grob gesprochen verteidigen. Das ist die Region um die Tiefs, die wir hier am 19. Juli ausgebildet haben und sehen eben jetzt ja, den Anstieg hier, eine entsprechende Gegenbewegung, scharfe Gegenbewegung überlaufen dieses ersten potenziellen Short-Triggers, resultierend, guck mal ganz kurz, kann man das hier erkennen, ja. Um 15.300 Punkte, das ist ein potenzieller Short-Trigger, meiner Einschätzung nach. Und dadurch, dass wir den jetzt doch zu überwinden scheinen und uns auch deutlich oberhalb hier des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis eben am Konsolidieren zeigen, bleibt der Vorteil erstmal long. Und das nächste anzuvisierende Ziel findet sich tatsächlich erst in gefüllten 15.450 bis 15.500 Punkte. Also das ist hier diese Region um diesen rotfarbenen Kasten dann auf der Oberseite. Wir sehen, es hat sich eigentlich allerdings noch nichts geändert. Also das ist zwar jetzt eine sehr scharfe Gegenbewegung und natürlich lässt sich das auch auf den untergeordneten Zeitebenen entsprechend attraktiv sicherlich dann auch von der Long-Seite traden. Aber übergeordnet hier beim Blick auf die Stunde erkennen wir eben, dass das erstmal nichts weiter als eine Korrekturbewegung auf einen sehr, sehr scharfen Abwärtsimpuls ist, der auf den Weg gebracht wurde. Letzte Woche Freitag erst tatsächlich. Also wir hatten jetzt nur zwei Handelstage, letzte Woche Freitag und gestern eben mit diesem scharfen Leg tiefer hier von 800 Punkten, die der DAX eben dort Abgabedruck gesehen hat, korrigiert jetzt entsprechend. Und wenn wir in diese Gefilde vorstoßen, dann haben wir etwas mehr als 50% dieser Abschläge eben korrigiert. Und dann könnte es durchaus noch mal ein schärferes Tief geben, was dann tatsächlich auch korrespondieren würde, potenziell natürlich mit der jetzt anstehenden FED-Notenbankentscheidung morgen. Also da kommen jetzt auch diversen Spekulationen auf, in welche Richtung sich die FED positioniert. Wir haben das gestern ja schon lang und breit hier zum Thema gemacht und haben uns die Frage gestellt, oder ich habe das aufgeworfen als Spekulation in diesem Zusammenhang, ob dort, wie soll ich sagen, vielleicht der Wille besteht, so ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen, um eine Schwächung des chinesischen Finanzplatzes eben herbeizuführen. Das ist natürlich sehr aggressiv, nicht, aber spekulativ, diese Überlegung. Aber sie passt, sie fügt sich ins übergeordnete Bild, ausgehend von dem doch sich der deutlich abzeichnenden Konflikt zwischen den USA und China, besonders post-Corona und der Entwicklungen. Es gab ja durchaus die Hoffnung, Spekulationen post der Präsidentschaft Donald Trumps, dass es dort eine deutliche Annäherung zwischen den USA und China gibt. Interessanterweise, auch wenn das in den Medien nicht so breit gespielt wird, aber ist die Haltung Chinas, Entschuldigung, andersrum, die Haltung der USA gegenüber China immer noch sehr hart. Ehrlich gesagt, gefühlt sogar, ist die Stimmung zwischen den USA und China sogar etwas eisiger in gewisser Form.
Zumindest das, was ich an der einen oder anderen Stelle eben gelesen habe, wie die Entwicklung, auch im Hinblick eben auf die Importzölle beispielsweise. Und demnach scheint das durchaus im Bereich des Möglichen zu sein, dass man hier vielleicht eine Schwächung des chinesischen Finanzplatzes eben oder Wirtschaftsstandorts eben irgendwie anstrebt. Was allerdings dem entgegensteht, ist natürlich dann wiederum die Entwicklung, die wir schon seit jetzt geraumer Zeit zu sehen bekommen. Ich hatte das gestern ja zum Thema gemacht, die diversen Entwicklungen hier, beispielsweise im unternehmerischen Bereich, dieser Konflikt zwischen der chinesischen Regierung auf der einen Seite und chinesischen Oligarchen auf der anderen Seite, diese voranschreitenden regulatorischen Daumenschrauben, die immer fester gezogen werden, die für einiges an Abgabedruck gesorgt haben. Wir hatten in dem Zusammenhang gestern auch einen Blick auf den Hang Seng zum Beispiel in Hongkong geworfen, wiederum, der ja sich seit im Grunde genommen eigentlich Februar in einem kontinuierlichen Abwärtsmodus befindet und anders als eben die US-Equities kontinuierlich eigentlich tiefere Tiefs markiert hat, sich potenziell sogar, wenn ich was definitionstechnisch betrachten, in einem Bärenmarkt befindet mit über 20% Abschlägen von den Februar-Hochs. Und demnach merkt man dort, ist auch die chinesische Regierung offensichtlich bestrebt, irgendwie jedenfalls hier den Wirtschaftsstandort aus dieser Perspektive ja, vielleicht kontrolliert zu schwächen, also könnte man es vielleicht formulieren. Deswegen ist das ein etwas schwieriger Gedanke, ehrlich gesagt, dass man dort jetzt vielleicht sich noch die Unterstützung in Anführungsstrichen seitens der Fed irgendwie verspricht. Worauf ich da hinaus will, ganz besonders ist, dass bekannt ist, also das konnte man eben auch post der Finanzkrise sehen, im Zusammenhang mit den ersten QE-Programmen, die damals auf den Weg gebracht worden sind, die geldpolitischen Maßnahmen, Anleiheaufkaufprogramme seitens der Fed, dass hier eine direkte Korrelation bestand eigentlich mit der Ausweitung und dem billigen US-Dollar, die man eben in den Markt gegeben hat und dann entsprechend den Kapitalzuflüssen am chinesischen Finanzplatz infolge der dort sich abzeichnenden sehr attraktiven Renditemöglichkeiten. Und infolgedessen kam es dann eben bei einer Reduktion dieses geldpolitischen Stimulus seitens der Fed entsprechend eben zu einem wirtschaftlichen Abschwung in China. Und demnach könnte man natürlich jetzt, wo die Spekulation hinsichtlich eines Tapers natürlich im Raum steht, einer Reduktion, könnte man natürlich jetzt sagen, na gut, wenn jetzt die Fed eben anfängt, ihren geldpolitischen Stimulus zu reduzieren, dann wäre das natürlich etwas, was in dem Zusammenhang China potenziell als Wirtschaftsstandort schwächt. Ich muss allerdings an der Stelle gestehen, und da sollte man vielleicht dann auch noch so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und das mit berücksichtigen. Wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass die Kapitalabflüsse aus China sich haben schon über die Jahre infolge dieses sehr heiß gelaufenen Modus, auch dort am Immobilienmarkt beispielsweise, schon gezeigt haben. Und dass man denen ja entgegengetreten ist, auch seitens der chinesischen Regierung mit entsprechenden Maßnahmen, Kapitalverkehrskontrollen und dergleichen. In dem Zusammenhang wurde Bitcoin dann zum Beispiel unsererseits zum Thema gemacht, als Vehikel, um eben Kapital aus China beispielsweise abzuziehen. Und demnach wankt das oder hinkt so ein bisschen diese Überlegung, aber sie sollte auf jeden Fall so ein wenig im Hinterkopf behalten werden. Was wir jetzt dort morgen erwarten können, schauen wir mal. Wie gesagt, es könnte dort vielleicht eine Überraschung geben, die dann eben auch nochmal ein schärferes Leg-Down eben nach sich zieht. Und wo sich dann allerdings die Frage natürlich aufstellt, also bezogen jetzt auf den DAX wäre es dann in dem Fall so, dass wir bei solch einem scharfen Push tiefer natürlich dann erstmal abwarten müssten, ob es dann zu einem Break dieser jetzt hier sich herauskristallisierten signifikanten 15.000er-Region kommt oder ob wir ein höheres Tief markieren, was dann nämlich der Wegbereiter für eine sehr, sehr, vielleicht in Anführungsstrichen prosperierende, sehr bullisches viertes Quartal werden könnte, Stichwort Jahresendrallye. Also, dass wir durchaus mal einen Pull-in sehen, auch im US-Equities-Bereich zum Beispiel. Das ist durchaus ja etwas, das hatten wir schon seit geraumer Zeit zum Thema gemacht. Aber das hieße jetzt nicht, dass wir uns in diesem Zusammenhang dann aus dem Bullen in einen Bärenmarkt verabschieden, sondern in diesem Zusammenhang es nur zu einer kurzen Korrektur kommt und dann anschließend eben ein Leg-up in sich anschließt mit sehr, sehr bullischen Vorgaben. Und sobald diese Turbulenzen am chinesischen Finanzplatz rund um Evergrande sich eventuell in nicht Wohlgefallen auflösen, aber zumindest mal beruhigen und in diesem Zusammenhang eben sich vielleicht die Situation zwar einerseits potenziell schwierig für den chinesischen Finanzplatz als solchem darstellt, ausgehend auch von den systemischen Verflechtungen und der Größe, der ja, Wichtigkeit vielleicht auch in gewisser Form von Evergrande für den chinesischen Finanzplatz und ganz besonders für den Immobiliensektor. So ist es dennoch so, dass eben mit einem Stützungsanleiheaufkaufprogramm beispielsweise seitens der chinesische Notenbank, der PBOC, der People's Bank of China, dass in dem Zusammenhang dann eventuell allerdings
Verwerfungen im übertragenen Sinne im Keim erstickt werden. So, also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist und bleibt weiterhin auf jeden Fall ein Thema, war der Haupttreiber für die jüngsten bärischen Abgaben. Die ansteigende Volatilität in diesem Zusammenhang hatten wir zum Thema gemacht und die kann eben jetzt aktuell, zumindest kann der Bruch, so muss man es eher formulieren, kann der Bruch eben unter die 15.000er Marke, kann eben erstmal, konnte erstmal abgewendet werden. Bis hierhin, Intraday ist der Vorteil im DAX auf jeden Fall long. Das bleibt so lange der Fall, wie wir eben oberhalb des EMA 50 hier auf 5-Minuten-Basis handeln. Wir haben schon bereits in der Vorbörse dort, also Vorbörse 8 bis 9 Uhr, das Zeitfenster, haben wir eben hier den Test und das Halten der 200-Tage-Linie, der 200-Tage-Linie, sag ich schon, des 50er EMAs zu sehen bekommen, also meines, ich nenne ihn mal dynamischen Unterstützungs-Querstrich eben Widerstandslevels, in dem Fall ist es ein Unterstützungslevel, also solange wir drüber handeln, ist der Vorteil Long, solange wir drunter handeln, ist der Vorteil Short, auch das hatten wir gestern schon gesehen, hier zum Beispiel, da hatte sich ja schon infolge der bärischen Vorgaben hier von Freitag hatte sich der EMA als, und man kann es erkennen, also wir halten nicht punktgenau, aber wir halten doch sehr deutlich unterhalb hier an dieser Stelle. Und wenn, dann rollen wir relativ zügig wieder drunter, was den Vorteil weiter auf der Short-Seite finden lässt. Und jetzt haben wir eben dann über Nacht, auch wenn die Signifikanz ausgehend vom niedrigen Volumen so ein bisschen zu wünschen übrig lässt, aber wir haben über Nacht eben den Wechsel vollzogen in Verbindung hier mit einem potenziellen Doppelboden, den wir um 15.000 gestern dann zum US-Handel in den Abend hineingefunden haben. Und nunmehr ist es eben so, dass wir diese Trendstruktur dann haben jetzt, Intraday-Trendstruktur erstmal ausbilden können, verteidigen können, neue Hochs markieren können, aus der Open Range dann auf der Oberseite ausgebrochen sind. Und nunmehr ist dann halt für jetzt jedenfalls die Frage, ob es gelingt, den zu verteidigen. Also das heißt, hier den EMA 50 eben halten zu können. Es sieht gerade danach aus, als wenn es jetzt einen Pull-In gibt. Und was es jetzt eben abzuwarten bleibt, ist, ob wir uns oberhalb stabilisieren können, ob der verteidigt werden kann oder ob wir überrollen, unterkippen und dann eventuell einen Großteil der bis jetzt aufgelaufenen Intraday-Gewinne entsprechend wieder abgeben. Dann in diesem Zusammenhang halt, man könnte dann sagen, ein Überschießen zwar gegen die 15.300er Marke, also diese rot gestrichene Linie zu sehen bekommen haben, aber nichtsdestotrotz hier in diesem Zusammenhang eben dann doch einen potenziellen Short-Trigger finden. Sollten wir den EMA 50 auf der Kehrseite halten, uns oberhalb stabilisieren können, sollten wir diese Intraday-Struktur weiter ausbilden, dann sind wir auf der Oberseite potenziell noch nicht fertig. Besonders mit Unterstützung seitens der US-Märkte dann ab heute Nachmittag 15.30 Uhr wäre sogar denkbar, dass wir in Richtung der 15.500er-Region zurücklaufen. Ohne Frage hat die Vola auf jeden Fall deutlich angezogen. Ich will in dem Zusammenhang mal kurz einen Blick werfen, bevor wir dann gleich auf den S&P hier blicken, der zurück in Richtung 400 läuft, da gucken wir gleich drauf. Ich habe gestern Abend, hatte ich nochmal auf den Markt natürlich geschaut, also und habe in dem Zusammenhang mit Erstaunen festgestellt, dass wir fast auf 30 Punkte im WIX nach oben geschnellt sind, also im Hoch hier gehandelt worden, dann kam es zum allerdings regelrechten Vola-Kollaps, also das ist der WIX, der Volatilitätsindex auf den S&P 500 auf 5-Minuten-Basis und dann kollabierten wir hier fast schon und setzten eben von rund fast 29 Punkten, das war gegen 21.20 Uhr, 21.30 Uhr, setzten wir eben sehr deutlich zurück, haben dann zwar im Bereich um 26 Punkte geschlossen, aber sehen eben mit den europäischen Vorgaben jetzt eine Drift zurück in Richtung der 20er-Region. Also wir haben sehr aggressives Verkaufen von Volatilität nach diesen Spikes auf der Oberseite. Wenn man das interpretieren müsste, dann würde ich sagen, ist das ein ganz klares Signal seitens des Marktes, nämlich dass der sagt, die Fed wird es schon richten und auch die chinesische Notenbank, die wird es schon richten. Da wird man nicht irgendwelche, in Anführungsstrichen, Experimente irgendwie anstoßen oder irgendwie sich die Situation sich selbst überlassen, sondern es sieht danach aus, als wenn eben hier das Vertrauen in die Intervention seitens der Notenbank weiter ganz klar gegeben ist, im Hinblick eben auf die Fed. Morgen ist, wenn man diesen Verlauf jetzt hier interpretieren müsste, würde ich sagen, Fed Taper ist vom Tisch. Also so könnte man diese Kursentwicklung hier könnte man durchaus in diese Richtung interpretieren. Das hört sich zwar sehr plump an, aber ich glaube, dass besonders auch wenn man zum Beispiel der Kommunikation professionelleren Marktteilnehmern über Twitter zum Beispiel folgt, ja, die sich da auch untereinander austauschen, das war so der Konsens eigentlich, der sich gestern herauskristallisiert hat im englischsprachigen Bereich. Es waren viele, die einfach geschrieben haben, das war's, Taper ist vom Tisch. Also die Diskussion, die da rundherum in den letzten Tagen irgendwie an Form angenommen hat, infolge eben nicht nur des anziehenden Inflationsdrucks, sondern auch der alles in allem immer noch soliden Arbeit
Arbeitsmarktzahlen, besonders im Hinblick eben auf die Arbeitslosenquote, auch dann jetzt jüngst letzte Woche von den Einzelhandelsumsätzen. Es war eigentlich so, dass da im Großen und Ganzen sich hier infolge der jetzt auftretenden Turbulenzen ganz klar zeigt, dass das wird nichts mit einer Reduktion der Anleiheaufkäufe. Das kann die Fed nicht machen, im übertragenen Sinne. Was natürlich eine Chance oder eine Chance bietet, in Anführungsstrichen, was natürlich eine gewisse Brisanz bietet, so möchte ich es vielleicht mal formulieren. Und zwar nämlich jene, dass wir dann Überraschungspotenzial in die Richtung haben, sollte sie jetzt doch einen Taper kommunizieren. Denn dann besteht durchaus realistisch das Potenzial, dass nochmal starke Wohler in den Markt kommt, denn das würde der Markt, beziehungsweise also ausgehend von dem, was wir im WIX eben sich abzeichnen sehen, nicht erwarten. Das wäre wirklich etwas, was den Markt im übertragenen Sinne auf dem falschen Fuß erwischt. Und demnach besteht hier das Risiko, auch wenn das jetzt eine sehr, sehr scharfe Gegenbewegung ist. Und also man kann es auch hier, glaube ich, im S&P wieder erkennen. Das mutet schon alles nicht mehr zufällig an, was wir hier zu sehen bekommen. Ich habe auch gleich noch einen Tweet, den zeige ich euch, von vor, das ist anderthalb Wochen her oder dergleichen, wo ja die Frage aufkam, nachdem Herr Kaplan eben hier infolge einer aufkeimenden Kritik an seinem Intraday-Trading-Engagements, die er im S&P im Millionenbereich eben im Laufe der letzten Monate auf den Weg gebracht hat, was an die Öffentlichkeit dann trat, dass dann eben in diesem Zusammenhang hier eine Reduktion seines Portfolios eben auf den Weg gebracht werden sollte. Ja, so zumindest wurde es kommuniziert. Und ich hatte in dem Zusammenhang dann vor anderthalb, zwei Wochen geschrieben, das ist dann potenziell das Markttop. Es war am 10. September. Ja, guck mal hier, also das war in dem Bereich, da haben wir knapp unterhalb der Allzeithochs hier noch gehandelt. In dem Bereich lief das über den Ticker, dass Herr Kaplan seine Position reduziert, da landen wir bei 4.500 Punkte. Naja, die Frage, die sich aufstellte, war eben, war es vielleicht das Top im Markt? Ja, es war definitiv das Top im Markt. Und warum mache ich das jetzt zum Thema? Wie gesagt, ich zeige gleich noch den Tweet dazu, oder beziehungsweise den Artikel im Wall Street Journal. Es ist eben so, dass wenn wir solch eine Entwicklung hier in den Abend hineinsehen, also diese starke Beschleunigung nochmal, hier können wir es sehen, das war in dem Moment, als der VIX auf fast 30 Punkte hochschnellte, da hatte sich die Abwärtsbewegung im S&P auf über 2% bereits dargestellt gehabt. Und solch eine dann in den Schluss hinein, also das war um 21.15 Uhr, wo hier das Tief markiert ist, wir werden bei 4.305 Punkten gehandelt und schließen dann, eine halbe, dreiviertel Stunde später, den Handelstag bei 4.350 Punkten. Also über 1% oberhalb der da ausgebildeten Tiefs. Und das ist potenziell ein Stabilisierungsalgorithmus, der in irgendeiner Form von einem institutionellen Marktteilnehmer in Auftrag der Fed oder sonst dergleichen, wie auch immer da die Fäden in der Hand hält im Hintergrund, auf den Weg gebracht worden ist. Also das ist kein Zufall, dass hier in den Abend hinein eine derartige Stabilisierung stattfindet. Warum? Was für ein Gedanke steckt dahinter? Und das ist natürlich ein psychologischer Effekt. Wenn du derartige Abschläge hier siehst, dann kann natürlich relativ schnell, besonders wenn es dann in der Finanzberichterstattung in den Abend hinein Nachrichten und dergleichen zum Thema gemacht werden, dann hast du natürlich hier das Risiko, dass eventuell sich beginnt, besonders im Retail-Bereich, erinnert euch dran, das hatten wir auch zum Thema gemacht, natürlich so eine Denke etabliert, oh, der Markt toppt jetzt aus. Vielleicht sollte ich mein Portfolio mal, sagen wir mal, reallokieren oder beziehungsweise bestehende Positionen eventuell auflösen, die längerfristig geplant waren oder sonst dergleichen. Und durch solch eine scharfe Gegenbewegung in den Schluss hinein dämpfst du im Grunde genommen diese Emotionalisierung ein bisschen ab. Und das sollte man nicht unterschätzen an dieser Stelle. Das ist auch etwas, was im Hinblick beispielsweise auf Gold eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Das ist, also jetzt ist ein anderer Markt, aber das ist durchaus etwas, was hier das Potenzial birgt, eben die Denke der Marktteilnehmer oder die Denke des breiten Marktes, besonders der Privatanleger an der Stelle eben zu manipulieren in gewisser Form. Und demnach sind solche Entwicklungen hier ganz klare Interventionen von einer in Anführungsstrichen unsichtbaren Hand, die eben das Geschehen an den Märkten ganz wesentlich mit beeinflusst. Wir sehen, dass diese Bewegung gestern auf den Weg gebracht eben sich jetzt erstmal fortschreibt, aber wir erkennen eben auch bei genauer Betrachtung hier auf der Stunde, dass wir uns alles in allem in einem kritischen Marktumfeld bewegen, beziehungsweise dass hier weiterhin die Chance gegeben ist, dass wir über kurz oder lang nochmal mit einem schärferen Push auf der Unterseite und Ziel 4.250 Punkte durchaus rechnen sollten. Also hier sehen wir eine Gegenbewegung, auch dort, wir haben durchaus noch Platz,
von 40, 50 Punkten sicherlich auf der Oberseite. Aber diese Abwärtsstruktur, die bleibt definitiv eben gegeben. Und das wäre nicht überraschend, wenn wir eben in Folge dann der Fed morgen, und wie gesagt, dann wäre es allerdings notwendig, dass wir einen entsprechenden Taper-Kommunikation sehen. Also so zumindest erstmal die Überlegung, wenn wir eine Beibehaltung des geldpolitischen Stimulus in dem aktuellen Umfang ohne Thematisierung einer Reduktion in der näheren Zukunft zu sehen bekommen und trotzdem dann einen Schub auf der Unterseite sehen, dann ist das eventuell etwas, was auf jeden Fall Sorgen nach sich ziehen sollte seitens der Bullen und durchaus das Potenzial birgt, hier nochmal eine Attacke und auch einen Drop unter die 4.300 zu sehen zu bekommen. Aber ich will das mal ganz kurz hier einzeichnen. Aber dieses Szenario, egal durch was getriggert auch immer, ist soweit insofern nicht problematisch, solange wir ein höheres Hoch markieren und dann eben diese Abwärtsstruktur brechen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, selbst wenn wir hier einen kurzen Schub noch sehen, Beschleunigung heute im Laufe des Handelstages in den Nachmittag, abends hinein und dann hier noch einmal gegen 4,4 30, 4, 4, 40 überrollen, nochmal einen Leg tiefer zu sehen bekommen, dann vielleicht beschleunigt durch, dann ein Fed-Taper-Spekulationen rund um diesen, wie auch immer er ausgeartet sein sollte und dergleichen, dann hier nochmal in der zweiten Wochenhälfte zu Beginn, Donnerstag beispielsweise, einen Schub in Richtung der jetzt gestern markierten Tiefs hier zu sehen bekommen, das ist die 4.300er-Region, uns aber oberhalb in der Lage sind, dann zu stabilisieren und dann ein höheres Tief markieren, das wäre durchaus etwas, was dann für den einen oder anderen aggressiven Trader, nicht nur kurzfristig, sondern vielleicht auch ein bisschen längerfristig, für die nächsten Tage, Wochen vielleicht, eine sehr, sehr attraktive Chance-Risiko-Verhältnis-technisch attraktive Region ist, sich long zu positionieren, mit dem Ziel, dass wir eben hier diese Abwärtsstruktur brechen und das vielleicht sogar dann über kurz oder lang Lauf in Richtung und zurück über die 4.500er-Marke eben tatsächlich ansteht. Und wir in solch einem Szenario eben gegen die 4.300, also die gestern markierten Tiefs, riskieren könnten. Also das ist dann durchaus ein Szenario, welches ich derzeit für nicht so unwahrscheinlich erachte. Sprich, nochmal, heute eventuell, abhängig davon, wie sich jetzt der auch europäische Handel darstellt, mal schauen, ob sich auch der US-Markt dann entsprechend so präsentiert, weiter so präsentiert, Verluste aufholend, so möchte ich es mal bezeichnen, könnte durchaus also nochmal der Schub über die 4,4 kommen. Überrollen, Beschleunigung auf der Unterseite durch entsprechend die Fed morgen Abend beispielsweise etc. Wir bauen dann allerdings ein höheres Tief aus. Wir laufen also nicht unter 4.300 Punkte, stabilisieren uns hier in diesem Bereich 4.320, 4.330 roundabout. Gegen diesen Bereich würden wir uns long positionieren, Stop unterhalb der gestrigen Tiefs. Das ist der Bereich, wie gesagt, 4.300 Punkte, rund gesprochen 4.305, glaube ich, müsste es ziemlich genau sein. Ja, 305. Aber die 5 Punkte, die werden an der Stelle geschenkt. Und dann würden wir darauf spekulieren, dass wir eben riskieren, gegen diesen Bereich hier zu einem Versuch ansetzen, diese Abwärtsstruktur der letzten, der jüngeren Vergangenheit eben nach oben zu brechen. Das wäre durchaus ein Szenario, welches man in Betracht ziehen sollte und welches ich derzeit als durchaus wahrscheinlich erachte, eben tatsächlich. So, in dem Zusammenhang, Stichwort Manipulation des Marktes, hier noch einmal ganz kurz der Artikel. Ja, das ist die Szene aus Wall Street, kurz vor oder kurz nachdem hier Gordon Gekko zu Bart Fox sagte, if you're not inside, you're outside. Also wenn du nicht drin bist, dann bist du halt draußen. Hier, das war der Tweet 10. September, ja, kurz gegen die Hochs. Und da, man kann es sehen, ich klicke mal ganz kurz auf den Artikel. Two regional Fed chiefs to sell stocks to avoid appearance of to avoid appearance of conflict of interest. Also, Robert Kaplan und Eric Rosengreen haben in großem Stil offensichtlich an den Märkten gezockt. Ja, wohl wissend, wie natürlich die Haltung der FED, das sind stimmberechtigte FED-Mitglieder. Das ist ein potenzieller Interessenskonflikt. Das ist äußerst interessant, dass zwei so derart hochdekorierte und wahrscheinlich auch sehr intelligente Menschen hier keinen Interessenskonflikt sehen. Aber gut, das müssen Sie mit sich selber ausmachen. Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass dieses Statement, wie gesagt, am 10. über den Ticker lief und alles Weitere, naja, schaut es euch an. Wie gesagt, das war hier oben in diesem Bereich. Der Markt rollte schon ein bisschen über und besonders dann an dem Freitag, als das über den Ticker lief. Ich will das mal ganz kurz hier in Erinnerung rufen. Das war jetzt roundabout vor einer Woche. Komme ich überhaupt gar nicht so weit zurück. Na, hier. Da
Da war die Meldung, da lief sie über den Ticker. Das war der US-Handel, schwacher Wochenschluss. Wir haben dann verhältnismäßig solide letzte Woche ja gesehen. Das war jetzt nicht dramatisch bärisch, aber hier in dieser Abwärtsbewegung haben sich dann schon entsprechende Korrekturen, stärker beschleunigende Abwärtsbewegungen eben gezeigt. Wir pendelten um 4.500 Punkte. Den Bereich konnten wir nicht zurückerobern. Und dann kam eben jetzt in Anführungsstrichen der Schlag mit dem Hammer. Es darf auch logischerweise davon ausgegangen werden, dass natürlich hier die Entwicklung rund um Evergrande den Herrschaften auch schon vorher bekannt waren. Und demnach, nun ja, also. Das redet jetzt keiner mehr drüber, aber wie gesagt, solche Meldungen, die sollten uns hellhörig werden lassen. Also auch das ist eine wichtige Information. Das sieht jetzt im ersten Moment, könnte jetzt einen Aufschrei nach sich ziehen. Wir könnten uns ja jetzt irgendwelche Diskussionen aufrufen, könnten zum Beispiel sagen, kann man da nicht irgendwas gegen tun und Kleptokratie und so weiter und so weiter. Ich glaube, für uns als Trader ist vor allem eins wichtig, Stichwort Kleptokratie ganz besonders. Dass wir dafür sensibel werden. Solche Messages, die eigentlich in gewisser Form so ein bisschen Gossip sind oder etwas, was sich gut in irgendwelchen Boulevardzeitungen macht, um sich dann irgendwie darüber zu echauffieren, dass das für uns als Trader eine wichtige Information ist, um einfach eine Idee zu bekommen, in welchem Umfeld wir uns derzeit bewegen. Also sprich, wir sind einfach in einem Marktumfeld, in dem aktuell sich Menschen ausgehend von ihrem gesellschaftlichen Stand beziehungsweise von ihrem beruflichen Stand an dieser Stelle eben bereichern. Ja, das sind eben durchaus Entwicklungen, die wir im Kleinen hier in Deutschland auch Chaos machen können, Stichwort Maskendeals, Stichwort irgendwelche Verflechtungen vielleicht der Politik mit irgendwelchen Pharmaunternehmen und dergleichen, aber die sich eben auch an anderen Stellen rund um den Globus bemerkbar machen und die uns nicht verborgen bleiben sollten, beziehungsweise die eben dann an dieser Stelle durchaus, wenn sie auch besonders sich wie jetzt hier in diesem Zusammenhang sehr stark überdehnter Modus, in dem Fall im S&P auf der Überseite, wenn sie sich ins Gesamtbild einfügen, global makroökonomischer Ausblick hinsichtlich Inflationsdruck, Reduktion der Anleiheaufkäufe durch die Fed, dass das eben hier aus Chancenrisikoverhältnis technischer Sicht ein interessanter Bereich sein kann, den man dann für potenzielle Short-Engagements in Betracht ziehen kann, Querstrich, wenn man an der Stelle eben sagt, ich möchte das gar nicht über einen klassischen, ich nenne sie mal Delta-Position handeln, sondern ich möchte das über Optionen handeln beispielsweise oder dergleichen, also Optionen an dem Fall, dass ich Volatilität kaufe, dann VIX beispielsweise Volatilität kaufe an dieser Stelle, dass das eben durchaus etwas ist, was Chancen-Risiko-Verhältnis technisch sehr, sehr attraktiv eben tatsächlich sein kann und was dann Berücksichtigung finden sollte. Also während das einerseits zwar ganz witzig ist vielleicht, dass ich hier so einen Tweet absetze und mich da ein bisschen drüber amüsiere, ist es dann, wenn man es etwas strikter betrachtet, tatsächlich ein Hinweis, den man durchaus auch in Form eines Trades eben tatsächlich umsetzen kann. Und also da sollte man sensibel sein. Man sollte das jetzt nicht alles überbewerten. Wie gesagt, der Gesamtkontext muss stimmen, aber es passt einfach ins Bild. Und wir sollten auch in dem Zusammenhang hier offensichtlichen Bestrebungen seitens dieser Herrschaften, und das sind ja jetzt keine Einzelfälle, sondern die sind ja Teil eines großen Clubs in Anführungsstrichen, sollten wir das natürlich berücksichtigen, auch im Hinblick dann wiederum, nicht nur in Bezug auf das, was wir erwarten dürfen, einerseits auf der Unterseite, sondern auch, wie viel Potenzial für solche Short Trades eben gegeben sind. Nicht auszuschließen, dass diese Entwicklung, die wir gestern hier gesehen haben, zum Beispiel, dass das jetzt schon wieder der Boden war und dass wir jetzt das nächste potenzielle V eben in den Markt eben einzeichnen, was wiederum bedeutet, dass man bei solchen Short Trades, die man aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt getriggert durch eben solch eine Headline oder getriggert eben durch einen entsprechenden Systemtrade, der korrespondiert mit meinem Handelsansatz oder dergleichen, dass ich natürlich solche Entwicklungen hier dann auch berücksichtige und sehe, okay, offensichtlich greifen jetzt schon wieder Kräfte ein, die hier eine stärkere Turbulenz eben vermeiden wollen, beziehungsweise entsprechend hier eine zu starke Beschleunigung auf der Unterseite, ein zu starkes Anziehen eben des Volatilitätsindex VIX in dem Fall über die 30er-Marke, infolgedessen eben Reallokationen von Portfolio-Managern zum Beispiel, die infolge der anziehenden Vola dann ihre Equity Exposure reduzieren müssen, was wieder so ein Reinforcement auf den Weg bringt. Sie nehmen ihre Equity Position runter, heißt verkaufen Position bis zu einem gewissen Maß, um ein bestimmtes Volatilitätsniveau zu halten innerhalb ihres Portfolios, um den entsprechenden Vorgaben der Investoren Tribut zu zollen. Das wiederum begünstigt wieder erneute Verkäufe, weil die Vola kontinuierlich weiter ansteigt, weil immer mehr Marktteilnehmer verkaufen und so weiter. Und das ist eben durchaus etwas, was hier eine Rolle gespielt haben könnte, dass wir diese scharfe Gegenbewegung gesehen haben und was dann auch vielleicht das Abwärtspotenzial hier für die kommenden Tage beschränkt. Also wiederum, was bedeutet,
Sollten wir solch einen Verlauf zu sehen bekommen, sollten wir genauestens beobachten, was oberhalb 30, 25, 30 Punkte oberhalb von 4.300 Punkten hier stattfindet. Denn solange wir keine tieferen Tiefs markieren, ist dieses Szenario, wie gesagt, eben das derzeit wahrscheinlichste. Also nicht, dass wir jetzt auf der Unterseite keine Action mehr zu sehen bekommen. Wie gesagt, müssen wir mal abwarten. Morgen haben wir die Fed als potenziellen Trigger. Aber nichtsdestotrotz, solange wir keine tieferen Tiefs markieren, ist solch ein Szenario eben dann mit Bodenbildung gegen die 4.300er Region oder riskieren dann auch eines Swing Longs mit Risiko 4.300 eben und Rückeroberung dieser Trendlinie, dieser Abwärtstrendlinie und dann Push in Richtung 4.000 und zurück über 4.500 Punkte ein durchaus ernstzunehmendes Szenario. So, das also im Hinblick auf den S&P. Gucken wir mal kurz noch final auf den Nasdaq. Einen Augenblick, ich gucke mal eben hier. Ich lache jetzt gerade, weil mich amüsiert die Frage, wieso ist sowas überhaupt erlaubt bei der Fed? Wieso ist so etwas überhaupt erlaubt bei der Fed? Ich glaube, dass es eine rhetorische Frage ist. Also ich glaube, was wir haben jetzt im Laufe der letzten 18 Monate, Stichwort Corona, alles was drumherum ist, haben wir, glaube ich, viele Erkenntnisse. Also wir haben es geahnt, dass da einiges im Argen liegt, aber die Skrupellosigkeit der Herrschaften, Politiker, die uns reagieren, ich glaube, die uns regieren, ich glaube, die ist mehr als offenbar geworden. Und genau deswegen ist es erlaubt, weil die eben skrupellos sind, weil die gierig sind, weil die machtgeil sind, sofern man das so jetzt an dieser Stelle hier offen sagen kann. Und genau deswegen ist es erlaubt, ja, weil die einfach keine Gewissensbisse kennen. Und genau deswegen finde ich es ja auch immer so irritierend, mit welcher Gutmütigkeit dann auch viele, viele Menschen, von denen ich eigentlich glaubte, dass sie sehr kritisch sind, eben beispielsweise vollkommen in Anführungsstrichen fast schon blind folgen und einfach nur sagen, der wird schon wissen, was er macht und der hat nur unser Bestes und unsere nettesten Interessen im Sinn. In dem Zusammenhang, wir reden jetzt zwar von nur so Nebensächlichkeiten wie Geld an dieser Stelle, aber das geht ja auch offensichtlich auch noch sehr, sehr viel weiter und betrifft auch Bereiche der Gesundheit ganz wesentlich. Deswegen, aber um die Frage zu beantworten, ich glaube, die können wir uns alle selber beantworten, einfach weil die Skrupellosigkeit keine Grenzen kennt. Offensichtlich auch der Schmerz dann bei den in Anführungsstrichen Geknechteten der Gesellschaft noch nicht groß genug ist, dass es eben da ein entsprechendes Aufbegehren gibt. Mal schauen, wie lange das noch gut geht, aber also aktuell scheint der Aufschrei auf jeden Fall noch nicht groß genug zu sein. Denn ich habe es zwar nicht weiter verfolgt, wie sich die Situation in den USA darstellt, aber ich vermute mal, die wird sich ja ähnlich darstellen wie auch jene Entwicklung hierzulande, beispielsweise im Hinblick auf die Maskendeals und dergleichen. Also ich befürchte nicht, oder ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt in irgendeiner Form hier gesellschaftlich irgendwie irgendwelche Unruhen auf den Weg bringt oder dergleichen. Jetzt haben sich natürlich gleich erstmal, das habe ich mitbekommen, Politiker. Ich glaube, Miss Warren war es als Senatorin, die ja auch als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten letztes Jahr ja in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt war, hatte sich jetzt hier geäußert in Bezug auf eine Überarbeitung eben gefordert. Ich glaube, Jay Powell als Fed-Chairman hat gesagt, die Fed-Offiziellen sollten jetzt mal hier in diesem Zusammenhang ein Regelwerk ausarbeiten. Jetzt überlegen wir uns mal. Die Fed, die hier offensichtlich dieser Möglichkeit bedient, also die einzelnen Herrschaften, die sich hier die Taschen voll machen, die sollen jetzt an einem Regelwerk arbeiten, um das in Zukunft zu vermeiden. Sagt ja alles. Ja, also deswegen, wie gesagt, lass uns nicht da weiter groß drüber reden. Also Fakt ist auf jeden Fall, der Schmerz ist offensichtlich noch nicht groß genug, beziehungsweise die Ablenkung ist ja auch schnell geschaffen. Denn genauso schnell, wie man sich hier echauffiert hat und gesagt hat, das kann doch nicht wahr sein, genauso schnell schaut man auch wieder ins Smartphone und sagt, oh, guck mal, das neue Candy Crush, ich muss das nächste Level schaffen. Also ja, also das sind meine Gedanken in dem Zusammenhang, wie ich eben dazu stehe, eben tatsächlich. Also überrascht bin ich eben tatsächlich nicht. Und mal schauen, also mal schauen, wie lange wir den Bogen hier spannen können, bis er dann irgendwann überspannt ist und uns das mit einem gehörigen Knall vorm Gesicht eben dann eventuell explodiert. Und wir realisieren, dass wir eventuell jetzt mal eine Veränderung auf den Weg bringen sollten und auch entsprechende Integrität in die jeweiligen Ämter wählen sollten, die wirklich integer sind und die auch bereit sind, die jeweiligen Charaktere dann für ihr Handeln entsprechend Verantwortung zu übernehmen. Also ich meine, da sollten wir uns erstmal vielleicht auf Deutschland konzentrieren, bevor wir dann eben bevor wir in die USA schauen an der Stelle.
Wir stehen jetzt kurz davor, einen Bundeskanzler zu wählen, der, und ich finde das schon sehr, 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 sehr nett von mir formuliert, der sich im Hinblick auf Cum-Ex und Wirecard mit Sicherheit nicht mit Ruhm bekleckert hat. Das Tolle an diesen Themen ist eben, er ist mit Abstand, meiner Einschätzung nach, im Hinblick auf die Kanzlerkandidaten, das ist alles, was ich politisch dazu zu sagen habe, ist mit Abstand wahrscheinlich der dubioseste von allen zur Wahl stehenden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nicht, dass irgendwelche Plagiatsvorwürfe gegen Frau Baerbock nicht eventuell mindestens genauso schwer, also für mich jedenfalls schwer wiegen, weil die Integrität in dieser Position, in diesem Amt ist essentiell, um als Kanzlerin eben dann dort sich etablieren zu können. Ähnliche Vorwürfe gibt es ja auch im Hinblick auf Herrn Laschet. Ja, und am Ende scheint es jetzt jemand zu machen, der eben wirklich in Anführungsstrichen Dreck am Stecken hat, aber wo einfach entweder es totgeschwiegen wird oder es nicht näher zum Thema gemacht wird, weil ganz besonders die Journalisten in diesem Land eben von Cum-Ex oder auch von Wirecard nicht so wirklich viel Ahnung haben, aber eben, wenn es darum geht, irgendwie irgendwo was abgeschrieben zu haben, das auch einfacher einzufangen. Und also, ja, kommen wir doch wieder schon zu schönen Themen. Also, kurzer Blick auf den Nasdaq. Hier haben wir ein deutliches Überschießen in diesem Bereich gesehen, um 15.200 in diesem Bereich. Auch diese Trendlinie ist jetzt gebrochen worden. Auch hier Gegenbewegungspotenzial bis in Richtung der 15.300er Regionen. Auch dort mal schauen, ob es gelingt, dann höhere Tiefs auszubilden. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Unterstützungsregion. Das ergibt sich alleine aus dem Umstand. Ich habe sie ja schon seit geraumer Zeit im Grunde genommen hier eingezeichnet. Eventuell gibt es ein kleines Überschießen. Das wäre dahingehend ein bisschen ungünstig, weil es tiefere Tiefs nach sich ziehen würde. Allerdings würden wir im Bereich eben um die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung hier potenziellen Support eben tatsächlich geben. In diesem Zusammenhang wäre das, ist das immer noch ein durchaus sehr bullischer Case, der sich hier für die kommenden Monate eben tatsächlich skizzieren lässt. Ja, viel mehr gibt es im Hinblick auf den Nasdaq nicht zu sagen. Also der stellt sich immer noch, auch wenn das einigermaßen dramatisch ausschaut, auch mit dem Überschießen und dem Unterschreiten der 15.000er-Marke, aber der stellt sich jetzt rein aus charttechnischer Perspektive noch am wirklich attraktivsten eben tatsächlich meiner Einschätzung nach dar. Das gilt ganz besonders jetzt auch mit Ausblick auf die anstehende Earnings Season in den USA und dem Potenzial, dass der Growth-Sektor dort eventuell nochmal in den Jahresschluss hinein, auch mit Ausblick auf eventuell einen dann entsprechenden geldpolitischen expansiven Kurs seitens der Fed, nochmal Zuläufe sieht, Kapitalzuflüsse an der Stelle sieht, dass der eben hier auch chancenrisikoverhältnistechnischer Sicht eventuell sogar das attraktivste Setup vielleicht sogar verspricht, sofern wir es schaffen, diese Aufwärtstrendkanalstruktur eben tatsächlich halten zu können, sofern es da überhaupt eine ernsthafte Attacke gibt, die bis dato ja jedenfalls erstmal ausgeblieben ist. So, blicken wir kurz mal auf Gold. Okay. Hat sich das Bild natürlich unwesentlich verändert, was hier derzeit natürlich erst einmal vorteilhaft scheint, ist, dass es hier gelungen ist, nach den ich nenne sie mal nach diesem initialen Flush in den Wochenstart hinein am Montag, nicht nur eine Gegenbewegung zu initiieren, sondern dass wir uns haben auch oberhalb hier der 1750er Marke, 755er Region vielleicht sogar ein Stück weit ein bisschen tiefer ziehen, ja. Haben uns, okay, geht nicht, stabilisieren können. Das ist zunächst ein positives Signal. Wir laufen jetzt wieder hier in einen kurzfristig sehr, sehr signifikanten Widerstandsbereich, der mit Überwinden dann vielleicht sogar eine Chance offenbart, dass wir auf die 1780 zurücklaufen. Also hier kann man diese starke Widerstandsregion, glaube ich, erkennen, relativ gut. Hoppala. So, dieser Bereich, also das ist 765 bis 767 roundabout. Sollte es zu einem Break höher kommen, dann würde wahrscheinlich ein bullisches Potenzial freigesetzt, welches uns bis in Gefilde hier um 1780 US-Dollar pro Feinunze führt. Zunächst einmal. Das, was hier problematisch aktuell ist, ist natürlich, dass wir ein relativ breites oder großes Risiko haben. Also eigentlich nur ein CRV von 10, von 1 zu 1 bekommen. Deswegen wäre ein günstiges Szenario in Anführungsstrichen. Jetzt eine bullische Konsolidierung hier zwischen vielleicht 1764 bis 1766, 1767. Also das heißt hier in diesem Bereich, wo wir dann gegen das Tief dieser Konsolidierung riskieren und einen Break höher tatsächlich traden. Also sprich, ich zeichne das mal ganz kurz hier ein.
Also kurzfristig bin ich ganz klar bullish für Gold. Hier Konsolidierung vielleicht in diesem Bereich, gegen diesen Bereich riskieren hier. Und dann auf der Oberseite den Trade Richtung 1,87 eben auf den Weg bringen. Das wäre das Szenario. Da würden wir an der Stelle ja, vielleicht sogar ein CRV von 3, 4 zu 1 vielleicht sogar bekommen, wenn wir gegen die 65, roundabout, ja, vielleicht sogar riskieren, gegen die 65 riskieren an der Stelle. Bei einem Break über die 67, das sind tatsächlich nur 2 Dollar Risiko. Ungehebelt. Hoffentlich kann man das überhaupt erkennen, was ich jetzt hier reinschmiere. Also, das ist das Risiko. Und auf der Oberseite gehen wir eben von der 66 auf 14 Dollar Chance, also sogar größer 5 zu 1 sogar ein CRV. Also, das wäre so ein kurzer, vielleicht so eine Art Momentum-Scalp. Ja, so könnte man das vielleicht bezeichnen. Ist nicht, das möchte ich ganz kurz dazu sagen noch. Das ist nicht meins. Also wenn ich Gold trade, trade ich Gold eher aus einer globalen makroökonomischen Perspektive. Das ist jetzt ein rein technisches Setup, welches sich hier aus der charttechnischen Konstellation eben ergibt. Also das bedeutet etwas anders formuliert, Breakout Momentum Scalp, der da einfach darauf abzielt, kurzzeitig bullisches Momentum mit Überwinden der 7. 67 mit Ziel 87 eben hier abzulaufen. Und wo wir versuchen, mit einem kleinen Risiko, aber klar identifizierbaren Risiko, wo wir auch wissen, dass dieser Gedanke nicht mehr valide ist, sobald wir dieses Stop-Level nach unten reißen würden, entsprechend uns hier mit diesem zu erwartenden Momentum eben long positionieren. Bullischer Trigger, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, wirtschaftsdatentechnisch sind wir heute ganz dünn. Also ich glaube nicht, dass wir heute viel auf der Agenda haben. Wir laufen jetzt wieder in den Monatsschluss hinein. Oh, Moment. Muss mal ganz kurz hier schauen. Ein Augenblick. Ein Augenblick. Ein Augenblick. Nee, heute steht nichts an. Building Permits, also Häusermarkt haben wir hier ein bisschen was. Und das war's. Also da kommt nicht mehr. Da kommt nicht mehr. Ja, nee. Da ist am Häusermarkt ein paar Zahlen und das ist es dann auch schon gewesen. Also das heißt, mit Ausblick auf die Fed, das ist das nächste potenzielle Wohler-Event, welches uns da morgen ansteht. Das heißt also, aus der Perspektive global makroökonomisch gibt es da keinen wirklichen Trigger, sondern das wäre wirklich ein rein technisches Setup, was wir hier gerade eben skizziert haben. Und blicken wir noch mal ganz kurz hier auf den Euro-US-Dollar an der Stelle. Das habe ich jetzt ganz bewusst gemacht. Also bevor man sich jetzt wundert, warum ich jetzt hier diesen Ausschnitt dort, also warum ich den hier überschießen lasse aus dem Kanal. Das ist eine potenzielle Beschleunigung und Übertreibung gewesen auf der Unterseite, auch im derzeit niedrig volatilen Umfeld, die eine Gegenbewegung durchaus begünstigt und wohl einfach dann das ein Wiedereintreten in den Abwärtstrendkanal hier wahrscheinlicher werden lässt. Ja, wie stellt die Situation dar? Also vielleicht eine Gegenbewegung, die sich ein bisschen ausgeprägter darstellt, Richtung der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung, aber insgesamt bleibt der Vorteil hier weiter auf der Short-Seite gegeben. Also sprich, wir sollten eher davon ausgehen, dass wir hier früher oder später wieder ab- oder überrollen und dann unter das 1,17er-Level eben tatsächlich droppen. Dann mit Ziel Richtung 1,16 eben tatsächlich hier uns aufmachen. Das sollte jetzt nicht innerhalb der nächsten zwangsläufig Tage passieren, vorausgesetzt natürlich, es bleibt alles in allem ruhig. Also sprich, die Fed liefert uns jetzt nicht wirklich einen stark hawkischen Impuls. Also einer stark hawkischer Impuls, jetzt würde man sich vielleicht fragen, wie ich das meine. Also Taper, ja, aber Taper in dem Umfang, wie er sowieso schon erwartet wird und im Zusammenhang eben mit der Kommunikation von vor roundabout 1,5, 2 Wochen, ist es eben so, dass wir auf eine Spekulation derzeit hinauslaufen. Das ist, was der Markt größtenteils erwarten dürfte. Wie gesagt, Evergrande vielleicht verändert das noch so ein bisschen, aber in Summe kommen wir bei einem Taper raus, wo wir sagen, ab November diesen Jahres dann 15 Milliarden pro Monat Reduktion der aktuell auf 120 Milliarden pro Monat ausgelegten Anleiheaufkäufe. Und
jegliche Kommunikation, die darüber hinausgeht, die vielleicht sogar eine deutliche Beschleunigung, auch dann ganz besonders, vielleicht gar nicht mal so sehr eine Beschleunigung dieser Anleiheaufkäufe, sondern vielleicht auch eine Inaussichtstellung einer Normalisierung der Geldpolitik schneller als erwartet, Stichwort Zinsanhebung und dergleichen, zum Thema macht. Also sprich, wo wir erstaunlicherweise vielleicht schon ab Mitte 2023 dann im Fed-Dot-Plot in irgendeiner Form in die Richtung gehen, dass es einen Zinsanhebungsschritt oder sonst dergleichen gibt. Das wäre sicherlich etwas, was hier den US-Dollar auf breiter Front stark performen lassen könnte. Was übrigens auch konträr dann zu dem bullischen Bild für Gold kurzfristig eher die Short-Seite favorisiert. Also in Gold vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommt. Ich habe hier dieses jetzt sehr, sehr kurzfristig ausgelegte Setup thematisiert mit dem Break über die 767 und dann Stint Richtung 7800, 780. Aber in dem Zusammenhang ist es so, das ist eine sehr starke Widerstandsregion. Also hier in diesem Bereich, da würde ich bei solch einem Momentum-Scalp auf jeden Fall mit dem Stop aggressiver werden, weil ich nicht davon ausgehe, dass wir diesen Bereich ohne Schwierigkeiten zurückerobern. Und sollte die Fed morgen geldpolitisch eben hier restriktiv überraschend, so nenne ich das jetzt mal, wäre ein relativ harter Abprall gegen diese Region auch durchaus im Bereich des Möglichen. Und also würde dann diesen globalen makroökonomischen Impuls nach sich ziehen, der vielleicht hier nochmal ein schärferes Leg Down, vielleicht dann sogar Abschläge bis in Gefilde 1700, vielleicht sogar 1680, also Region Jahrestiefs, eben US-Dollar pro Fein und sich hier denkbar werden lässt. So, ja, das wäre es soweit nunmehr im Zusammenhang erstmal hier meinerseits gewesen. Dann hoffe ich, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euer Trading. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Wie gesagt, schaut gerne auf markets.com/de für nähere Informationen hinsichtlich Brokerage und schickt gerne eine E-Mail an die Elena dann an der Stelle ganz besonders mit all euren Fragen. Und ja, wir würden uns morgen wieder hören. Am Mittwoch, wie gewohnt, 10:30 Uhr zum Morning Meeting dann. Schauen wir mal, wie sich die heutigen Stunden weiter präsentieren. Also nochmal ganz kurz zurückblickend auf das, was der DAX uns liefert. Interessant wird es dahingehend, ob wir es schaffen, hier den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis erstmal zu halten, Intraday bis zum US-Handel. Wenn ja, ist durchaus eine Ausdehnung dieser hier sich etablierten Bodenbildung und jetzt Gegenbewegungstrendstruktur bis 15.500 Punkte vielleicht sogar denkbar. Mal schauen, wie sich da die US-Märkte heute Nachmittag präsentieren. Und allerdings ist noch nicht gesagt, dass es das auf der Unterseite war. Wie gesagt, Stichwort Fett, Stichwort nochmal Leg tiefer. Das Szenario, was wir am liebsten sehen wollen, in dem Zusammenhang ist eben hier nochmal ein Push tiefer, der allerdings ganz klar dann ein höheres Tief ausbildet und die 4.300er Marke eben verteidigt sehen lässt. Allerdings, da müssen wir wahrscheinlich auf morgen vielleicht sogar tatsächlich dann auf Donnerstag warten und mal schauen, wie sich dort dann entsprechend der Handel weiter darstellt. Und ja, das also nunmehr soweit meinerseits. Also Happy Trading, pass auf die Stops auf. Wie gesagt, lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal und 10:30 Uhr morgen hören wir uns wieder. Also habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.